Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Fischstadion. Wir, das sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Zuschauer. Die Fans machen hier seit Stunden ein Riesenspektakel. Damit willkommen zu dem Spiel USA gegen Island. USA ist ja gegen Island. Und das ist unsere Chance, kurz wie soll ich sagen? Herzstück dieser Formation ist eine Überraschung. Sie haben überrascht bei meiner WM. In allerlei Hinsichten. Sie haben Russland im Eröffnungsspiel mit 3-2 besiegt. Sie haben 2-1 gegen Belgien gewonnen. Und haben 1-1 gegen Wales gespielt. So überrascht bin ich auf jeden Fall von der USA. Ich dachte nicht, dass sie wirklich so stark sind. Und die erste Chance und Tor. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ein toller Schuss mit viel Gefühl. Der Ball dreht sich super ins Tor, ganz stark gemacht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig aufnehmen. So, 1-0. Er spielt den Pass zurück. Ja, Island auch überraschend. Bobby Wood. Jetzt müssen sie aufpassen. Und er gewinnt den Zweikampf. So. So ein Achtelfinale. Da gelten immer andere Regeln, ne? Im wahrsten Sinne. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Da scheitert er an der Mauer. Bradley. Klasse Technik. Klasse Aktion, Ball ist weg. Mist. Alfredson. Jetzt wird's gefährlich. Tolles Zuspiel. Wartet den Moment. Ist es das jetzt? Wichtiges Tackling hier. Altidor. Bobby Wood. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Jetzt vielleicht. Bobby Wood. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Das macht er gut. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Ja, Schiedsi, was er alles wieder pfeift, ne? Altidor. Wird das eine Torchance? Da steht die Abwehr sicher. Also bis jetzt, ich weiß halt nicht, wie das Spiel ausgehen wird. Aber ich traue mich jetzt mal eine Vermutung aufzustellen. Ich vermute wirklich, dass die USA weiterkommen wird und im Viertelfinale dann gegen Rumänien spielen wird. Das war so knapp. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Ah, das wäre auch noch so ein schönes Tor gewesen, ne? Egal. Gut, Monson. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Magnusson.
Hier wurde auf Vorteil entschieden. Der Freistoß, klare Sache. Was ich ein bisschen so finde bei meiner WM, aber ich glaube, da bin ich auch selber dran und schuld. Jetzt ist der Ball geklärt. Portugal ist zweimal in Folge nicht im Achtelfinale dabei. Oh. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Christian Pulisic. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja. Den Ball macht er natürlich. Ja, das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. Vor allem, weil das Tor frei war. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, Pulisic. Oder wie man den ausspricht. Bobby Wood, auch ein guter Spieler. Gut, Monson. Und den spielt er gleich wieder zurück. Bobby Wood. Das könnte gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Hey, schade. Altidor. Nein. Bein nicht richtig angenommen. Einwurf und gleichzeitig Pause sein. Und schon wieder Einwurf. Bradley. Bobby Wood. Gute Aktion hier vorne, Alderson. Ja, aber jetzt ist Pause. In diesem WM-Achtelfinale. Steht 2-0. Es wird noch richtig interessant werden. Doch, das war der ja, okay, richtig interessant, meine ich jetzt. Viertelfinaleinzug geht für diese beiden Mannschaften also nicht das Island hier in Thomas. Ja, okay, ist ja, finde ich, richtig interessant. Ach, ich versuche halt immer künstlich Dramatik reinzubringen. Der Ball kommt nicht durch, abgeblockt. Und jetzt die Chance. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Ja, aber ich find's halt schade, dass Portugal schon wieder nicht im Achtelfinale ist. Wichtig, na, dass er hier an den Ball kommt. Bei meiner EM ist wahnsinnig im Achtelfinale. Hier sind sie jetzt auch nicht jetzt im Achtelfinale. So, das schwache Aktion, Ballverlust. Einzigste, wo es nicht mehr das einzigste, so, sondern das nächste Mal, wo sie sich behaupten können, wäre dann im Dezember bei meiner zweiten eigenen EM. Ja, kurze Info zu meiner EM. Sie wird kleiner sein. Gute Aktion. Elfmeter. Das muss ein Elfmeter sein. Oh, das war dumm. Gibt Elfmeter. Das war richtig dumm. Aha. Nein. Oh, hier sieht man's nochmal ganz deutlich. Ja, eieiei, da war ich doch ein Stück zu langsam. Der gute Son. Den Ball entschärft er ganz locker. Ja, Gott sei Dank. Und das ist der Ballverlust. Wird das eine Torchance? Sauber vom Ball getrennt hier. Finn Bogason. Aaron Gunnarsson. Oh. Ganz nicht flan, vergess es. Aber er kann passen. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Wir hier Bjarnason.
Schon wieder! Ich sag dir was, es gibt schon wieder Strafstoß. Also wenn Sie das Ding hier heute verlieren, dürfen Sie sich nicht wundern. So darf man im Strafraum nicht agieren. Da gibt der Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt's zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Ui, Oh, der Elfmeter. Kann ich den Elfmeter zum zweimal halten? Ja! Ja, 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 ja. Puh. Jetzt könnte es gefährlich werden. Verdammt. Super gemacht. Gute Verteidigung. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Das könnte es sein. Oh, hätte es wieder Elfmeter gegeben. Chatlin. Auf außen ist jetzt Platz. Jose Altidor. Jetzt vielleicht. Gute Aktion hier vorn, Halldórsson. Halldórsson. Passender Name für ein Torwart. Alfredsson. Oh! Das kam ja doch durch. Geht er hier oh. Ohne Gegentor aus dem Spiel raus? Sieht ganz danach aus momentan und beim Blick auf die Uhr sehen wir. Also das hat wirklich Applaus verdient, was da mein Torwart gemacht hat. Ich bin gespannt, ob sie mit ihm und durch ihn die Niederlage. Das war schon Bombe. Es gibt nochmal Ecke und deshalb kommt jetzt auch der Torwart so. Was? Torwart? Torwart? Szene geht weiter. Nein. Ich hab den Ball nicht. Schade, schade, schade. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind's noch. Schade. Er war ja schon so weit raus. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. 2 Minuten. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jose Altidor. Gutes Tackling. Und da gepfiffen die USA ist im Viertelfinale. Ein exzellenter Auftritt heute und das ist der Einzug. So. Und weiter. Heißt, Rumänien hat 1-0 gewonnen gegen Dänemark und ja, es hat 2-0. Das heißt, im Viertelfinale spielt dann USA gegen Rumänien. Ne? Wird schon alles sehr interessant sein. So, wir sehen uns dann wieder in dem anderen Moment. So, okay. Sehen uns dann in dem nächsten Achtelfinalspiel Brasilien gegen Belgien. Tschüss und haut da rein.